Ja, moin Leute. Heute möchte ich euch ein sehr cooles Produkt vorstellen, was mir selbst sehr gut gefällt. Es nennt sich Slipstopper aus dem Hause slipstopper.com. Wer hätte das gedacht? Und ich bin sehr gespannt, euch das zu zeigen, weil ich habe es bekommen. Ich habe am Anfang nicht wirklich dran geglaubt, aber nachdem ich es ein bisschen benutzt habe, gefällt es mir wirklich gut. Wie gesagt, das Produkt nennt sich Slipstopper und ist eine Art Aufkleber für das iPhone. Ihr könnt hier, ich blende ein paar Fotos ein, wo man es relativ gut sieht, dass das Ganze das iPhone etwas dicker macht, weil es sozusagen ein kleiner Aufkleber ist, der hier auf dem iPhone draufklebt, wie man das ja auch hier gut auf der Rückseite erkennt, und trotzdem eigentlich ziemlich perfekt passt. Also ihr seht, das Kameraloch und das Apple-Logo sind wunderbar zu erkennen. Genauso wie auf der Vorderseite der Home-Button perfekt eingeschlossen ist. Ich muss sagen, das gefällt mir sogar richtig gut, wie der Home-Button hier eingepackt ist. Das sieht auch irgendwie edel aus. Und ich glaube, hier sieht man es auch richtig gut, dass hier noch etwas draufgeklebt ist. Das Ganze hat ein, ja, man könnte es schon einzigartiges Design nennen, denn ich muss sagen, ich kenne keinen anderen Aufkleber bzw. keine andere Case, die so etwas in der Art ist. Und es fügt vor allem Grip zu eurem iPhone hinzu. Das heißt, wenn ihr es jetzt hierher legt, dann ist es wirklich schwierig, das iPhone zu bewegen. Wenn ich es einmal hingelegt habe, dann kann ich hier richtig dran drücken und das geht gar nicht mehr so einfach zu bewegen. Also ein wirklich edles Produkt in der Hinsicht. Es fühlt sich ziemlich cool an der Hand, dadurch, dass der Aufkleber auf der Rückseite nicht irgendwie das Ganze nur 1,5 mm dicker macht, sondern auch an der Seite abrundet, liegt es wirklich sehr angenehm in der Hand. Und man muss jetzt nicht irgendwie eine Case kaufen oder sowas, um das Ganze hier gut in der Hand liegen zu haben, sondern es fühlt sich einfach so schon sehr edel und schön an. Und dieses Feeling kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und es schützt natürlich auch die Glasrückseite sowie auch das Display in dem Grund, dass es sozusagen ein Lay-on-the-Table-Design hat, weil man, wie man hier sieht, sozusagen ein kleines bisschen was überstehen hat und kann es dann ohne Probleme so hinlegen. Es rutscht nicht weg, weil es eigentlich sehr schön fest ist. Ihr seht auch, ich muss immer ganz schön drücken, bis ich das hier wegbekomme. Auch, also wenn es einmal fest ist, dann kann man da richtig eine ganze Weile dran drücken. Ihr seht schon, da ist deutlich Kraft dahinter, also naja, deutlich, aber man merkt schon auf jeden Fall einen Unterschied bei dem Produkt. Ich wurde jetzt nicht irgendwie bezahlt, das Review zu machen, ich habe einfach nur das Produkt bekommen. Es kam übrigens aus Singapur und ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich habe jetzt hier mal das iPhone-Dock und wenn ich, also es passt natürlich nicht mehr perfekt, man muss ein bisschen drücken, aber im Endeffekt passt das iPhone noch in meinen Dock rein. Und das ist eine Sache, die ich sehr respektiere, weil viele Cases, die man hat, die machen das iPhone dann super dick, sodass es nicht mehr in den Dock reinpasst. Und der Slipstopper, also da ist kein Problem, das iPhone immer noch danach hier reinzubekommen. Es ist schön fest, fällt nicht raus und schützt das iPhone. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen Stift und ratsche einfach mal hier hinten auf der Rückseite so richtig drüber. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, aber hier, ich kann hier drüber ratschen, wie auch immer. Man sieht absolut nichts. Man fährt einmal drüber und schon ist jeglicher Kratzer, der hier drauf sein sollte, sofort wieder heraus. Das ist eine ziemlich starke Sache und also ich muss sagen, einfach sagen, mich überzeugt das Produkt. Der Preis ist eigentlich auch ganz nett. Man bezahlt $20, das sind ungefähr 16 oder 17 Euro. Cool ist auch, wenn einem das Produkt nicht gefällt, dann kriegt man 100% des Geldes zurück und kann das Produkt dann sogar noch behalten. Also man sollte es jetzt nicht ausnutzen oder so, aber wenn es einem wirklich nicht gefällt, dann muss man es nicht zurücksenden auf eigene Kosten und man kriegt trotzdem sein Geld zurück. Außerdem ist das Ganze ohne Versandkosten, das heißt ihr bezahlt die 16 Euro und bekommt das Ganze gratis zugesendet. Und wenn ihr über meinen Couponcode kauft, der sich iTouch-Tester nennt, also wenn ihr da eingibt beim Kauf iTouch Tester, dann kriegt ihr nochmal 10% Rabatt auf das Ganze und es wird euch dann zugesendet. Also wirklich eine klasse Sache. Ich mag das Ding wirklich, weil es einfach wirklich schön in der Hand liegt. Das Einzige, was mir ein bisschen missfällt, ist, dass ich keinen Displayschutz haben kann, wenn ich diese beiden Sachen hier auf der Vorderseite habe. Den hier oben mag ich sowieso nicht ganz so, weil er, hier an der Seite nicht ganz perfekt sitzt. Ihr seht, da ist noch ein ganz kleiner Schlitz hier drüben. Ich habe sehr lange rumgetüftelt, wie man das am besten drauf bekommt. So ist jetzt das Beste, was ich hinbekommen habe. Hier unten mag ich sehr, weil es irgendwie mit dem Homebutton sehr cool aussieht. Und auf der Rückseite sieht es sowieso irgendwie sehr cool aus. Das Ganze gibt es in zwei Farben, einmal schwarz, einmal weiß. Also sehr simpel gehalten, eben Apple-Style, sage ich mal. Und mir gefällt es persönlich ganz gut, so jetzt hier mit dem Weiß. Sieht ziemlich cool aus. Ich kann es nur weiterempfehlen.
an dieser Stelle. Ja, ihr könnt euch das gerne bestellen, slipstopper.com, Link ist natürlich in der Videobeschreibung, ca. 16 Euro. Es ist ein Top-Produkt, bis auf eben diese Sache, dass man hier keinen Display-Schutz haben kann. Aber man muss ja die Vorderseite nicht drauf machen, wenn man das nicht möchte. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ich kann das einfach auch hier wieder ablösen, ohne dass was zurückbleibt. Das heißt, ich kann das hier einfach abmachen und wiederverwenden auf einem anderen iPhone oder so. Gar kein Problem. Oder einfach wieder drauf machen. Bleibt ohne Rückstände. Also kann man das ganz einfach wieder abmachen. Ja, das war's zum Review vom Slipstopper. Ich hatte es jetzt ein paar Tage in Verwendung. Es ist noch kein bisschen zerkratzt, es ist nicht dreckig und es fühlt sich einfach richtig geil an mit der, hier auf der Rückseite, dass das so abgerundet ist. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Das Produkt selber ist keine Hartplastik, sondern so gummiartig und einfach wahnsinnig genial. Ja, das war's zu diesem Review. Wie gesagt, ich wurde nicht bezahlt oder irgendwie sowas, weil immer Leute denken, dass ich für irgend sowas bezahlt werde, damit ich hier das Review dazu, dass ich irgendwas Gutes sage, sondern ich sage, was ich zum Produkt denke. Und das hier ist geil. Natürlich passt keine Case mehr, das ist ein bisschen blöd, aber ich meine, wenn man sich sowas kauft, sollte man nicht mit sowas rechnen. Weil eine Case macht das Ganze ja immer auch viel dicker und das hier macht es irgendwie, das lässt sozusagen den iPhone-Style, wenn man das iPhone nackt hat, sage ich mal, das lässt dieses Feeling davon und das gefällt mir daran ziemlich gut. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen, hinterlasst mir eine Bewertung, sagt mir, was ihr zu dem Ding denkt, ob es sich lohnt, sowas, sagt mir, wer es sich gekauft hat, was ihr dazu denkt, unten in der Videobeschreibung. Ich bin gespannt, was ihr mir so von euren Gedanken da lasst. Ein neues Video kommt natürlich jeden Dienstag, jeden Freitag und dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!